So, willkommen zurück. Neuer Shop ist da, neuer Tag. Wir gehen noch gleich direkt rein. Nur kurz was in eigener Sache. Erstmal nochmal jetzt danke für 120 Abonnenten. Ihr seht hier unten, die 12. Zahl ist da. Es fehlen also nur noch 4 Zahlen. Jetzt kommen wir langsam in den Bereich, wo ich denke mal, es könnte jemand den Code knacken. Und ich bleibe dabei. Immer im Video gebe ich schon die nächste Zahl bekannt. Heißt, wenn ich die bekannt gegeben habe, dann sind es nur noch 3 Zahlen. Und ich denke mal, könnte heute geknackt werden, der Code. So, jetzt aber kurz dann in eigener Sache nochmal. Wenn du wissen willst, wie das unten mit dem Passive Code abläuft und alles, guck einfach unten in der Videobeschreibung, da habe ich ein extra Video gemacht, wo ich nochmal alles erkläre und auch sage, wer ich bin und was ich vorhabe, etc. pp. So, wir gehen jetzt mal direkt rein in den Shop und wir haben einen neuen Skin. Wie heißt die? Kaihoppel? Ne, Kaiho heißt hier nicht. Kaiho. Kaiho Hoppel. Achso, soll doch ein Hasenskin sein. Wegen dem Rucksack. Ja, also ich sag mal, so Skins haben schon was Gutes irgendwo, aber ich persönlich finde, sie sind zu hell. Du fällst halt auf, rennst du im Wald rum, du wirst sowas von gesehen. Aber ja, netter Hintern, also das Einzigste. Aber so an sich haut mich der Skin jetzt nicht so vom Hocker. So, dann gucken wir mal weiter. Und dann ist Shakira wieder da. Nicht Shakira, weil er fehlt ein Haar. Shakira. So, man könnte so direkt Shakira nennen. Dann die Flügel sind auch wieder da. Und der Skin hat auch was. Also Legendary ist schon verständlich hier. So, dann haben wir noch die Tarnung Himmlisch. Klar, passend zum Skin. Das Gefahr sieht eigentlich ganz nice aus, finde ich. Sieht halt edel aus. Ist ja fast schon eine Lackierung, die man sich holen könnte. Aber auf die Lackierung an sich gebe ich eigentlich nichts. Warte mal, gerade gucken, wie der Roboter aussieht damit. Hallo. Einmal zu viel. Boah. Also, die Lackierung ist schon nice. Also im Roboter sieht man eigentlich immer, wie eine Lackierung wirklich ist. Ich finde, so sieht er schon geil aus. So, dann haben wir jetzt die Spitzhacke. Ja, Effekt wieder Standard. Die Tugend. Aber ich weiß nicht, Spitzhacken an sich feiere ich eigentlich eh nicht so wirklich. Ich benutze es zwar logischerweise, aber ist nicht so, dass ich jetzt sagen muss, auch die Spitzhacke muss ich unbedingt haben. So, der Marshmallow mit den Effekten, das war schon was anderes, aber hier ganz normaler Effekt. So, was haben wir denn hier noch? Da haben wir den Malkore. Ja, ist halt ein dunkler Skin. Passend die Flügel dazu. Hier muss ich sagen, hier muss man sich eigentlich schon die Flügel dabei holen. Weil die einfach perfekt passen, weil ohne sieht er eigentlich komisch aus. Mit Flügel perfekt, also den könnte man sich schon gönnen. So, dann haben wir noch ja Emote gut schütteln. Der passende Skin noch. So, dann haben wir Träumerfüße. Der Skin passt natürlich perfekt. So, dann haben wir die rote Verteidigerin. Klar, nichts Besonderes. Dann haben wir die Volleymeisterin. Mit dem Tennisschläger. Die Tennisschläger hätten sie als Spitzhacke machen sollen. So, dass du mit der in der Hand damit rumläufst. So, dann haben wir die Tarnung. Einmal genossen. So, ich gehe mal gerne auf den Roboter. Jein. Also hätte ich mir das Blau eher mehr im Roboter selbst gewünscht, weil so ist es jetzt nur in den Füßen.
Aber die Tarnung ist halt so, hinten ist dieses Türkis und das geht dann halt ins Schwarz rüber. Und das Schwarz löst sich halt im Türkis auf. Ist natürlich auch keine schlechte Tarnung, aber anders wäre sie mir lieber. Wenn er so von oben runterlaufen würde, anstatt von links nach rechts. So, dann als letztes, ja, der Eisbrecher. Das ist mal richtiges Metall. So, da haben wir den Eisbrecher gehabt. Die nächste Zahl, also Code 6. Code 6. So, das war halt also der Shop. Also eigentlich schon ziemlich nice Sachen drin. Aber wie gesagt, hier die Astro Assassin haut mich jetzt nicht so vom Hocker dafür, dass sie neu ist. Mal gucken, ob es heute oft gespielt wird, aber ich denke eher weniger. Ich denke mal, man sieht sie nicht oft. So, schreibt mal bitte in die Kommentare, was ihr euch aus dem Shop eventuell gekauft habt. Nur mal so, ob ihr überhaupt irgendwas gekauft habt. Oder ich denke mal, die meisten werden noch schon einiges besitzen. Dann würde ich sagen, verabschiede ich mich diesmal mit dem Shop. Der nächste Shop kommt. In dem Sinne, haut rein.